Und willkommen zurück bei Let's Play Risen 2. Ja, in dieser Folge werden wir uns hier diese kaputte Kanone mal ansehen. Nee, in dieser Folge werden wir uns um... Zu meinen besten Zeiten haben mir die Weiber nach einem Raubzug... Die Weiber. Werden wir uns um die Fischfässer kümmern, hoffe ich doch. Wenn du was trinken willst, geh rein. Wenn nicht, hau ab. Bist du hier der Rausschmeißer? Wie bist du eigentlich so stark geworden? Quatsche nicht so einen Blödsinn, okay? Na, schon gut, vergiss es. Alles klar, wir sind still. Aber du bist hier der Rausschmeißer, oder? Bist du hier der Rausschmeißer? Ei. Schon mal Probleme mit betrunkenen Seeräubern gehabt? Und unter welchen Umständen schmeißt du denn jemanden raus? Du kannst dir ja sicher ein paar Tricks zeigen. Ah, das wäre doch cool. Aber erstmal. Schon mal Probleme mit betrunkenen Seeräubern gehabt? Ei. Er ist total gesprächig. Unter welchen Umständen schmeißt du denn jemanden raus? Ei. Wenn er nervt. Okay. Mhm. Du schmeißt Piraten raus, weil sie nerven? Ei. Wann nerven sie denn? Wenn sie blöde Fragen stellen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn einer zum Beispiel fragt. Und jetzt hör auf mit dem Scheiß, oder hier wird's ungemütlich. Du kannst auch ungemütlich werden. Junge, ich bin echt geduldig, aber wenn du noch eine blöde Frage stellst, hau ich dir aufs Maul. Eigentlich wollte ich auch bloß ein paar Piratengeschichten. Du, Pfeife, willst dich mit einem Piratenkapitän anlegen? Du bist Kapitän? Allerdings. Der Kahn da drüben gehört mir. Gut. Ich halte ja schon die Schnauze. Geh rein. Okay, so einfach geht das. Aber vielleicht können wir ja ein paar Tricks von ihm lernen, das stimmt. Du kannst mir doch sicher ein paar Tricks zeigen. Ei, wenn du zahlst. Ei, zeig mal. Zeig mir ein paar Tricks. Dann lass mal hören. Ich will Schnittverletzungen noch besser wegstecken. 100 Gold, ja. Klingenfest haben wir ja eigentlich schon hoch genug. So. Jetzt gucken wir mal hier und dann quatschen wir auch gleich mal mit Spenthor. Ah, der neue Kapitän besucht den Hexenkessel. Die berüchtigste Bar in der Südsee. Das erste Getränk geht aufs Haus. Was kann ich dir anbieten? Ein paar Fischfässer. Nee, ein Grog. Schnaps, Rum. Ach komm, wir nehmen den Rum. Gib mir einen Rum. Rum ist vielleicht gerade ein bisschen teuer. Nimm ein anderes Getränk. Dann Grog. Ein Grog, bitte. Den letzten Grog habe ich gestern an den Säufer Miles verkauft. Ich bin untröstlich. Wie wär's mit einem Schnaps? Tut mir leid, Schnaps ist geradeaus. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Nein, nein. Es ist nur so, seitdem diese Ungeheuer die Meere unsicher machen, kriege ich kaum noch Lieferungen. Ich hatte gehofft, du bestellst ein Bier. Hier hast du eins. Danke. Aber eigentlich hätte ich lieber Schnaps. Was ist denn so los hier? Handel. Zeig mir, was du anzubieten hast. Bloody Mary, Proviant, okay. Haben wir denn noch was zu verkaufen? Ich schau mal gerade. Nee, eigentlich nicht. Die Muscheln müssen wir noch öffnen. Die können weg. So. Was ist denn hier so los? Hier tanzt der Bär. Siehst du das nicht? Geht so. Normalerweise ist die Bude rappelvoll. Aber es kommt ja kaum einer hier an. Und das alles nur, weil mir diese miesen Kraken- und Wasserleichenmonster das Geschäft vermiesen. Aber solange ich keine Selbstgespräche führe, lasse ich den Kopf nicht hängen. Nicht wahr, alter Junge? Du hast die Leute noch immer bei Laune gehalten. Ja, schon klar. Wie bitte? Hast du was gesagt? Nee, ich bin schon still. Woher bekommst du denn Rum? Schon was von Mario? Bist ein kleiner Witzbold, hä? Du bist ein kleiner Witzbold, hä? Du magst Witze. Willst du einen hören? Oh, ja, bitte. Na gut. Also, kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Gut, wa? Der hätte aus Fallout 3 kommen können. So. Schon was von Mara gehört? Schon mal was von Mara gehört? Oh, du kennst sie persönlich. Auch.
Ich hatte die Alte mal eine Zeit lang zum Putzen eingestellt. Ach so. Aber da hatte hier keiner mehr was zu lachen, sag ich dir. Eigentlich meinte ich das Seeungeheuer. Ja, eine Meerjungfrau war sie wahrhaftig nicht. Ach, vergiss es. Der ist ja cool. Woher bekommst du deinen Rum? Woher bekommst du deinen Rum? Das ist ein Geheimnis. Tatsächlich. Ja, es gibt eine Bergquelle in der Nähe, die reinen Alkohol spendet. Aber sie droht auszutrocknen. Fängst du schon wieder an? Schon gut, guck nicht so ernst. Ich handle normalerweise mit Buß auf Takarigua. Aber es gibt nicht mehr so viele Schiffe, die zwischen den Inseln umherfahren. Daher ist er mir noch die letzte Lieferung schuldig. Aber Moment! Du hast schließlich ein eigenes Schiff. Ich sag dir was. Wenn du mir den Rum besorgst, gebe ich dir 1000 Gold. Na? Mhm. Mach ich. Aber dafür müssen wir ja auch erstmal hier wegkommen, ne? Ich besorg dir den Rum aus Takarigua. Sehr gut. Sag Buß, dass ich dich geschickt habe. Dann wird er dir die Lieferung geben. So, kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Natürlich. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dir was zeigen soll. Bring mir was bei. Was willst du denn wissen? Wirkung und Schwänze. Einschüchtern ist natürlich gar nicht so schlecht. Schussverletzungen. Schussverletzungen. Wie viel haben wir? 64. Was? Ach, weißt du was? Ich will die Leute noch besser einschüchtern. Du willst dich an die harten Kerle trauen, was? Mhm. Ich sag dir mal was. Es geht genauso wie bei den Feiglingen. Die harten Typen glauben dir nur nicht jeden Scheiß. Du musst also auch so aussehen wie das, was du ihnen androhst. Die Augenklappe ist schon mal klasse. Die macht mächtig was her. Wenn du jetzt noch ruhig bleibst, sollte das eigentlich schon reichen. Wer Angst hat, redet viel. Wer keine Angst hat, bleibt ruhig. Verstanden? Gelernt. Einschüchtern 2. Alles klar. Ein Hoch auf unsere Augenklappe. Nee, im Ernst. Wo kriegen wir denn jetzt die blöden Fässer her? Slain, okay. Wir quatschen. Zu meinen besten Zeiten haben mir die Weiber nach einem Raubzug zu Füßen gelegen. Ich hatte eines Tages. Wir quatschen nochmal mit Slain, aber das wird uns ja auch nichts bringen, ne? So. Lass uns bald hier abhauen. Ja. Das bringt alles wahnsinnig viel. Scheiße. Verdammt. Woher kriegen wir die verdammten Fischfässer? Ich habe keinerlei Ahnung. Ich hab wirklich keinen Plan. So, warte mal, da war die Kneipe. Da ist der Wilson. Hier nebenan im, ja. Vielleicht gibt's ja hier Fischfässer. Bei der alten Emma. Die Rassel dient den Schamanen der Eingeborenen als magischer Leiter. Nur einmal ist es vorgekommen, dass eine Rassel während eines Totenkultrituals zerbrach. Das Klingen der Rassel können nur noch die Seelen der Toten hören. Die Rassel soll sich heute im Besitz des Marakai-Stamms befinden. Das sollte ich mir merken. Auf jeden Fall. Brauchen wir unbedingt. Vielleicht müssen wir ja einfach zum Alvarez gehen und den mal anquatschen. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ein Versuch ist es wert, denn hier bei der... Benimm dich, solange du hier bist.
bei der Voodoo-Emma, denke ich, werden wir keine Fischfässer bekommen. Ich gehe mal kurz da hoch. Ich hatte immer genug Gold, Rum und Spaß. Na, was willst du mehr, ne? Dann quatschen wir einfach mal mit Alvarez. Lass uns über was anderes reden. Haben wir ja noch gar nicht gemacht, ne? Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Da hockt er. So, da kommt der nächste Esel in meine Stadt. Wie bitte? Willkommen. Ich nehme an, du hast dich schon eingelebt. Sei besser vorsichtig. Ich traue dem Kerl nicht. Sehr schön. Wenn ich mich wieder beruhigt habe, können wir gleich über deine Kapitänstaufe reden. Jetzt, nachdem Stahlbart uns verlassen hat, wird es recht leer hier im Haus der Kapitäne. Du weißt, dass Stahlbart tot ist? Du weißt, dass Stahlbart tot ist? Ja, mein großer Verlust. Nun, leider nicht zu ändern. Du hast das Erbe von Stahlbart angetreten, also wirst du auch seine Pflichten übernehmen. Deine Kapitänstaufe muss erst einmal gehörig gefeiert werden. Moment mal, ich werde hier gar nichts übernehmen. Es ist mir eine Ehre. Ist mir eine Ehre. In der Tat, das ist es. Du bist einer der letzten Piratenkapitäne der Südsee, mein Junge. Eine große Verantwortung liegt auf deinen Schultern. Also, vollziehe mit mir das Aufnahmeritual deiner geistigen Väter. Aus einst zu glorreichen und besseren Tagen. Muss ich jetzt was vorsingen? Muss ich jetzt was vorsingen? Eine Schande ist das. Du dämlicher Ochse hast keine Ahnung von unseren Traditionen, oder? Naja. Ah, vergiss es einfach. Ich werde mich wohl an die Gepflogenheiten der neuen Generationen gewöhnen müssen. Wir sind der beste Piratenkapitän aller Zeiten. Du kanntest Stahlbart gut? Du kanntest Stahlbart gut? Das kann man wohl sagen. Damals, als ich selbst noch Kapitän war, kaperten er und ich oft gemeinsam die Schiffe des Königs. Du warst damals noch ein kleines Mädchen. Und nach unseren Erfolgen ließen wir in den Tavernen der Südsee die Puppen tanzen. Ja, ich kann mich erinnern. Das sind Geschichten, die ich lieber verdränge. Aber Stahlbart war nicht zuletzt deshalb einer der berüchtigtsten Kapitäne, weil er kodextreu war. Schreib dir das ruhig hinter die Ohren, Junge. Jo, mach ich. Ich schreib's mir hinter die Ohren. Du bist traditionsbewusst. Du bist traditionsbewusst. Nichts geht über den Kodex. Wer den Kodex nicht ehrt, der ist verloren. Was steht denn in diesem Kodex? Das haben wir ja schon gelesen. Alter Mist aus vergangenen Tagen. Ja, genau so ist es. Ja, genau so ist es. Du hast doch nicht die geringste Ahnung, wovon ich rede. Es sind die elementaren Regeln, die uns zu dem machen, was wir sind, mein Junge. Sie bringen uns Ruhm und Ehre, halten die Gemeinschaft zusammen und bewahren uns vor unseren eigenen Dummheiten. Du solltest sie verinnerlichen, damit du nicht dieselben Fehler begehst wie Slane. Das schwarze Buch des Kodex liegt im Ratssaal auf meinem Schreibtisch. Sieh es dir an und lerne. Ja, man kann es auch übertreiben. Man kann es auch übertreiben. Du wirst dich noch an meine Worte erinnern. Ich habe deinen Streit mit Slane mitbekommen. Gib mir Fischfässer. Ich habe deinen Streit mit Slane mitbekommen. Ja, Slane ist dein Hundesohn. Der wird's auch noch lernen. Und wenn er hier die nächsten Jahre versauert. Er bringt dich ziemlich auf die Palme. Worum ging es genau? Slane interessiert mich nicht. Ich will nur sein Artefakt. Wir fragen ihn erstmal, worum es denn eigentlich ging. Worum ging es genau? Manchmal ist eine ganze Armee nicht genug, um das Böse zu bekämpfen. Vor allem dann nicht, wenn man nicht weiß, wo sich das Böse verbirgt. Ich verstehe nicht. Du redest vom Blutopferdolch. Du redest vom Blutopferdolch. Slane ahnt nicht im Entferntesten, welche Macht er in seinen Händen hält. Der Blutopferdolch ist eine gefährliche Waffe, die in den falschen Händen Verheerendes anrichten kann. Es wird ein hartes Stück Arbeit werden, ihm die Augen zu öffnen, wenn es nicht schon zu spät ist. Ich will Mara damit bekämpfen. Ich will Mara bekämpfen. Das ehrt dich. Viel interessanter ist allerdings, wie du gegen sie kämpfen willst. Mit dem Blutopferdolch. Mit dem Blutopferdolch. So?
Und du glaubst, das ist schon alles? Wenn du nur mit dem Dolch Mara die Stirn bietest, wird sie ihn dir in den Rachen schieben. Was schlägst du vor? Wir müssen beenden, was wir angefangen haben. Jetzt ist es an dir, unsere Fehler zu korrigieren. Was habt ihr damals bloß verbrochen? Ich selbst war es, der Stahlbart zum Wassertempel entsandte, um seine verborgenen Schätze zu heben. Und so fuhren die drei anderen Kapitäne unter Stahlbarts Führung in ihr Unheil. Sie entrissen dem Tempel die vier Titanen-Artefakte und weckten damit ein Ungetüm, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Dumm gelaufen. Du hast sie losgeschickt, Wassertempel. Ja, dumm gelaufen. Ist so. Dumm gelaufen. Auf jeden Fall hatte jemand was dagegen, dass sie den Tempel plündern. Und seitdem lastet auf Stahlbart dieser lästige Fluch, der jetzt an mir hängt. Ja. Und er wird dich verfolgen, solange Mara existiert. Und das ist noch nicht alles. Sie sind alle verflucht. Alle vier. Jeder auf seine ganz eigene Weise, mein Junge. Hüte dich davor, Mara in die Falle zu tappen. Sonst teilst du vielleicht eines Tages das Schicksal Stahlbarts. Niemals. Wir werden Mara vernichten. Wo ist dieser Wassertempel? Was weißt du noch über den Fluch der Kapitäne? Lass mich mit Slane auf die Jagd gehen. Ja, bitte. Aber erstmal, wo ist der Wassertempel? Wo ist dieser Wassertempel? Das kann ich dir leider nicht sagen. Nur Stahlbart wusste, wie man ihn findet. Ja, das klingt nach ihm. Er hat nie jemanden getraut. Nicht zuletzt darum machte ich ihn damals zum Anführer der Kapitäne. Verstehe. Tatsächlich. Verstehe. Wie kamt ihr eigentlich auf die Idee, diesen Wassertempel zu plündern? Stahlbart hatte davon auf einer seiner Kaperfahrten erfahren. Ich glaube, es waren irgendwelche Eingeborenen, die ihm davon erzählt haben. Glaubst du, er hätte wissen müssen, was passieren kann? Ich weiß es nicht. Aber es ist passiert und alles andere spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Da hat er recht. Wir können es ja sowieso nicht rückgängig machen. Was weißt du noch über den Fluch der Kapitäne? Mara verfolgte sie, manipulierte sie und schickte ihnen ihre Höllenbrut auf den Hals. Überall kamen plötzlich diese Versunkenen aus dem Meer und vernichteten alles, was ihnen in den Weg kam. Am Ende konnte Mara sogar Crows und Garcias Willen brechen und für sich in die Schlacht schicken. Das macht ja richtig Mut. Ich werde ihr nicht in die Falle gehen. Das hoffe ich, mein Junge. Zwei der Kapitäne hat Mara auf diese Weise jedenfalls auf ihre Seite gebracht. Jetzt bist du hier und beanspruchst das Erbe Stahlbarts. Also sei auf der Hut, damit sie dich nicht auch erwischt. Wir passen schon auf. Hat Stahlbart dir von seinem Titanenartefakt erzählt? Dem Amulett der Erde? Sicher. Weißt du, wo ich es finden kann? Es ist dir wirklich ernst, nicht wahr? Jetzt, wo du fragst, vielleicht suche ich mir doch besser eine andere Freizeitbeschäftigung. Jetzt werd mal nicht gleich frech. Ich kann dir nur einen Hinweis geben. Genau weiß ich es nicht. Stahlbart, das alte Schlitzohr, hat das Amulett in Garcias Schatz versteckt. Ich habe keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Geschweige denn, wo Garcia seinen Schatz vergraben hat. Ja, das wissen wir ja schon. Garcia ist nämlich erledigt. Was? Wirklich? Und was ist mit seinem Artefakt? Gieriger Mistkerl. Das habe ich ihm abgenommen. Puh. Wenn ich ehrlich bin, hat mir dieser Mistkerl die größten Sorgen gemacht. Alle Achtung. Das hast du wirklich gut gemacht. Das war ein großer Schritt nach vorne, Captain. Ich hoffe, dass du auch weiterhin erfolgreich bist. Wir müssen alle Artefakte in unseren Besitz bekommen, bevor Mara alles in Schutt und Asche verwandelt hat. Ja, wir machen doch schon hin. Was machen wir, wenn wir die Artefakte haben? Natürlich werden wir versuchen, sie gegen Mara einzusetzen. Was denn sonst, du Grünschnabel? Dazu müssten wir Mara erst einmal finden. Das klären wir, wenn sich die Artefakte in unserem Besitz befinden. Wie du das sagst, hört sich das ganz einfach an. Vertrau mir. Wir werden einen Weg finden. Wie du meinst. Ich gehe dann mal wieder. Viel Glück, mein Junge. Komm heil und gesund wieder. Ja, Papa. Aber eine Frage habe ich noch. Lässt du mich vielleicht mit Slane auf die Jagd gehen?
Lass mich mit Slane auf die Jagd gehen. Ha! Ihr beiden seid Kindsköpfe. Zwei Kamele in der Wüste der Selbstüberschätzung. Auf der Suche nach Erkenntnis. Komm schon, störrischer alter Kauz. Nein. Solange Slane seinen Teil des Deals nicht erfüllt, wird er keine Ausrüstung erhalten und in meinem Hafen bleiben. Oh Mann, was denn, wenn er den Dolch wirklich nicht hier hat? Was, wenn er den Dolch wirklich nicht hier hat? Jetzt fängst du auch schon an. Haltet ihr mich eigentlich alle für bescheuert? Natürlich hat er den Dolch. Und er wird ihn mir bringen. Und was soll ich deiner Meinung nach bis dahin machen? Du hast sicher noch andere Aufgaben, um die du dich kümmern musst. Oder glaubst du wirklich, dass du schon bereit bist, Mara anzugreifen? Naja... Mach, was du willst. Slane soll sich an den Deal halten. Und das ist mein letztes Wort. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Verdammt. Das hat uns ja richtig viel gebracht. Komm, wir quatschen nochmal mit Slane. Vielleicht erfahren wir ja noch irgendwas. Weil ich gehe davon aus, wir kommen ja hier nicht weg. Also muss das Rätsels Lösung ja irgendwo auf dieser Insel hier liegen. Lass uns bald hier abhauen. Ja. Toll. Garcias Schatz. Wo haben wir den denn? Da oben. Dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal diesen Totenschädel. Holen wir uns erstmal den Schatz von ihm. Und somit auch Stahlbarts Artefakt. Aber warte mal. Haben wir hier nicht noch einen? Der Schatz am Weststrand. Boah. Okay, wir holen erst den von Garcia. Denke, das ist am einfachsten jetzt. Und auch der logischste Schritt halt eben. Was anderes können wir ja langsam nicht mehr machen hier. So, hoch. Wir gehen hier oben raus. Hallo Grace. Knarre in die Hand. Stirb, Äffchen! Nein. Niemals würde ich dieses liebe, nette Äffchen töten. So, hier sind wir richtig. Ey, haben wir jetzt wieder so eine Folge, wo wir einfach nur rumdümpeln. Schon 23 Minuten jetzt hier auf den Kopf gehauen. Nur mit Schwätzerei. Aber, okay. Das gehört ja dazu. Das ist halt einfach so. Das ist nun mal Rissen, ne? So, Flinte in die Hand. Denn hier lauern Blaukrallen. Ziemlich viele sogar. Hallo, wo? Das war Patty. Okay. Gut gemacht. Komm weiter. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und hier waren wir doch auch schon mal, ne? Oder? Ich glaube ja, hier oben haben wir doch auch einen anderen Schatz noch gehoben. So, wir können was erhöhen. Yay! Machen wir aber nicht. Wir sparen es uns nämlich. Einmal hoch. Und einmal hoch. Oder auch nicht.
Stimmt, da oben war der Schatz vom Plateau. Genau. Und hopp. So. Ist natürlich falsch, denn wir müssen wahrscheinlich hier lang. Ich hätte es mir da denken können, verdammte Scheiße. Verdammt. Komm, Patty, wir können gleich wieder hier runterhüpfen. Ja, nein. So, dann holen wir uns kurz den Affen. Daneben. Jawohl. Tot ist er. Du. So, hier sind wir richtig. Genau, die Kiste hatten wir auch schon. Und dort müssen wir hinein, jawohl. Und hier ist Sandteufelland. Komm schon. Niemand legt sich mit einer Stahlbahn an. Genau. Apropos Muschel. Wo sind sie? Hier. Nichts zu holen. Er hat nichts. Die haben wir immer noch. Okay. So, mal gucken. Machen wir jetzt einmal ein bisschen länger, weil wir eben so viel geschwatzt haben. Ist natürlich auch falsch hier, ne? Doch, ist richtig. Klabautermann! Der hält zum Glück nicht so viel aus. Die Sandteufel sind gerade viel gefährlicher. Warte mal, wir müssen... Oh, fuck you. Oh. Warte mal, ich muss hier weg. Hallo? So. Questerfolg, der Klabautermann. David, bist du's? Schwarze Perle. Smaragd. Gold. So, und er hat hier den Schatz wahrscheinlich beschützt. Narrenkappe. Langmesser. Mal gucken erstmal. Ob es noch irgendwas Dolles gibt. Nö. So, aber hier müsste... irgendwo der Schatz sein. Das machen wir gleich. Schätzchen, wo bist du denn? Oh, Betty. Komm her. Vielleicht noch eine Etage weiter oben? Oder halt eben hier. Achso, warte mal, wir müssen ja das... Ja. Das Passwort. Wir müssen ja Sesam, öffne dich sagen. Hä? Wer bist du denn? Ich klau dir all deine Sachen. Bloody Mary und eine Mupfel. Wer bist du? Es ist Duncan.
Und ich würde sagen, mit Duncan quatschen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.